Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist völlig klar, soziale Netzwerke bieten ganz neue Möglichkeiten und Chancen der Kommunikation. Nie war es so einfach, sich zu informieren, sich auszutauschen, zu diskutieren und auch streitbar zu debattieren. Und das ist ein großer Gewinn, auch für die Demokratie. Aber es war auch noch nie so einfach, öffentlich zu pöbeln, zu hetzen, zu Straftaten aufzurufen oder selbst strafbare Inhalte zu posten. Und ich zitiere gern mit Erlaubnis des Präsidenten aus einem Post auf der Facebook-Seite des Berliner Abgeordnetenkollegen Stefan Ebers von vor 2-3 Tagen. Ich möchte Stefan Ebers, CDU, an einem Bajonett die Halsschlagader und die Luftröhre durchtrennen, dann kann der Nazi-Bastard nicht mehr hetzen oder heulen, sondern gurgelt nur noch. Kurz, standrechtlich erschießen wäre auch möglich und die ökologischste sinnvolle Variante wäre, Stefan Ebers, CDU, an einen langen Strick an einem Baum aufzuhängen, Strick und im Hals, andere Ende um eine Anhängerkupplung und über die Stadtautobahn wäre auch lustig. Dass das kein Post ist, der unter Meinungsfreiheit fällt, dürfte jedem von uns einleuchten. Das ist Aufruf zum Mord, das ist eine Straftat. Und als Betroffener hätte ich die Erwartung, dass dieser Post so schnell wie möglich aus Facebook entfernt wird. Und das zu Recht. Und natürlich, liebe Kollegin Sitte, ist Strafverfolgung Sache der Justiz. Und natürlich braucht es auch eine lebendige Zivilgesellschaft, um Hetze, Hass, Verleumdung im Netz zu begegnen. Das ist völlig unbestritten. Aber doch schon heute haben Plattformbetreiber die Pflicht, strafbare Inhalte von ihren Seiten zu löschen. Das ist heute schon nach Telemediengesetz die Verantwortung der Plattformbetreiber. Und wir mussten doch feststellen, dass sie das über Jahre, über Monate diesem nicht nachgekommen sind. Zahllose Beispiele kennen wir, wo sich Menschen, die Opfer von Straftaten im Netz wurden, sich an die Plattformbetreiber gewendet haben und es ist nichts passiert. Und deshalb sind wir der Meinung, dass die Zeit der leeren Versprechungen vorbei ist und dass wir ein Gesetz brauchen. Und jetzt ist es wirklich sehr schade, dass dieses Gesetz so spät vorgelegt wurde und dass es auch noch handwerklich wirklich, ich sag mal, schlecht gemacht wurde. Nicht umsonst war ja eine breite Kritik in der Bevölkerung und wir hatten wirklich große Mühe und haben mit vereinten Kräften daran gearbeitet, dieses Gesetz zu ändern. Und bei allem Respekt, lieber Heiko Maas, wir haben nicht nur Klarstellungen gemacht, sondern wir haben es deutlich verändert und deutlich nachgebessert an vielen entscheidenden Stellen. Und an der Stelle darf ich aber auch danken, einmal dem Koalitionspartner SPD, der da wirklich an vielen Stellen mit uns gemeinsam diese Änderung vorgenommen hat und letztendlich auch dem Ministerium, die dann am Schluss doch wirklich gute Zuarbeit gemacht haben, sodass ich finde, dass wir heute ein Gesetz haben, was vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, weil die Entwicklung dynamisch ist und weil wir das immer beobachten müssen. Aber ein Gesetz, was dem Thema Hass und Straftaten im Netz die Stirn bietet, was den Menschen zu ihrem Recht verhilft und was gleichzeitig aber einen hohen Respekt vor dem Thema Meinungsfreiheit hat. Und liebe Kollegin Sitte, ich weiß nicht, ob Sie sich die Änderungsanträge durchgelesen haben, aber wenn Sie jetzt immer noch behaupten, wir überlassen es Privaten, darüber zu entscheiden, was hier von Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht, dann ist das schlicht falsch. Wir haben, und das ist die entscheidende Änderung in diesem Gesetz, nun ein System der regulierten Selbstregulierung eingeführt. Künftig werden die Plattformbetreiber bei nur dem leisesten Zweifel, ob das jetzt ein strafbarer Inhalt ist oder nicht, und ich sage mal, so etwas wie alle Juden gehören ins Gas, ist zweifellos ein strafbarer Inhalt. Aber nur beim leisesten Zweifel können Sie sich an eine Stelle der Selbstregulierung wenden. Sie können sich anschließen einer Selbstregulierungsstelle. Und dann entscheidet diese, und das ist ein neutrales Kriterium mit qualifiziertem Personal, entscheidet nach ganz klaren Kriterien, ob das der Äußerung strafbar ist oder nicht. Und das ist ja nichts Neues. Das kennen wir doch aus dem Jugendmedienschutz. Das ist gängige Praxis. Und jetzt müssen Sie nicht so tun, als wäre das hier was völlig Neues. Das ist das optimale Setting,
um dafür zu sorgen, dass wir die Entscheidung über Wahrheit oder Unwahrheit im Netz nicht Privaten überlassen und gleichzeitig auch nicht die staatliche Überwachungsbehörde etablieren. Die regulierte Selbstregulierung geht hier genau den richtigen Mittelweg. Und deshalb war es uns ein großes Anliegen, das ins Gesetz zu übernehmen. Wir haben viele andere Änderungen gemacht, zum Beispiel was den Anwendungsbereich angeht. Es gab große Sorgen bei den Betroffenen, wer überhaupt betroffen ist vor dem Gesetz. Es gab große Sorgen bei den Start-ups, die teilweise sehr schnell wachsen, ob sie jetzt von heute auf morgen hier ein Beschwerdemanagement vorhalten müssen. Diesen geben wir künftig 3 Monate Zeit, wenn sie die Schwelle von 2 Milliarden Nutzern überreißen. Und auch den Nutzerbegriff haben wir konkretisiert. Zukünftig müssen es registrierte Nutzer sein. Und das sind wichtige Klarstellungen, die wir ins Gesetz eingefügt haben. Und ich will noch einen dritten Punkt nennen, der uns sehr wichtig war. Das ist das Thema des Zustellungsbevollmächtigten. Es ist wichtig, dass die Menschen in Deutschland auch bei internationalen Großkonzernen einen Zustellungsbevollmächtigten im Land haben, der nämlich erstmal den Weg öffnet, dass man überhaupt klagen kann, dass man zu seinem Recht kommt. Und dieser muss, und das ist neu, nun innerhalb von 48 Stunden antworten. Und das ist auch eine maßgebliche Besserung dieses Gesetzes. Und deshalb will ich zum Schluss für meine Fraktion sagen, wir sind der Meinung, die Zeit der leeren Versprechungen ist vorbei. Es ist wichtig, dass wir jetzt eine gesetzliche Regelung bekommen. Aber mit den Änderungen, die wir gemacht haben, haben wir das Gesetz, was eine starke Schieflage hatte, jetzt zu einem guten Gesetz gemacht, was den hohen Respekt vor der Meinungsfreiheit verbindet mit dem Anspruch derjenigen, die Opfer von Straftaten geworden sind, dass sie zu ihrem Recht kommen. Es ist ein gutes Gesetz und deshalb kann ich uns allen Zustimmung empfehlen. Renate Künast ist die nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis.